bin Anja Kress. Ich bin die Leiterin der Unternehmenskommunikation der Autostadt in Wolfsburg. Und hier im Kunstmuseum frage ich mich, was macht eigentlich ein Museumsdirektor? Ich bin total begeistert. Ich bin an einem Ort, an den eigentlich nie ein anderer Mensch hinkommt, außer euch Museumsleute, im Depot bei euch. Was bedeutet das für dich, hier zu stehen? Ja, das ist natürlich ein Stück weit so die Herzkammer unseres Museums, weil da letztendlich ein ganz großer Teil unserer Sammlungsbestände aufbewahrt werden. Das Kunstmuseum Wolfsburg hat ja seit dem Beginn der Tätigkeit 1994 angefangen, eine große Sammlung aufzubauen. Mittlerweile haben wir über 800 Werke. Da sind große Installationen dabei. Und ich freue mich sehr, dass wir durch relativ viele Schenkungen doch unsere Sammlung immer wieder weiter fortsetzen können und aufbauen können. Wir wollen natürlich, wie viele andere Museen, auch globaler werden. Wir wollen weiblicher werden, weil unsere Sammlung dann tatsächlich doch auch sehr durch westliche Männer oder durch westliche Künstler geprägt ist. Und trotz allem ist natürlich die Sammlungsarbeit und das Arbeiten mit der Sammlung, das Ausstellen von Sammlungsexponaten natürlich auch ganz wichtig. Was macht denn so hauptsächlich deine Arbeit als Direktor aus, auch im Unterschied zur Arbeit als Kurator? Naja, zum einen muss ich natürlich das Haus nach außen hin repräsentieren, bei verschiedenen Anlässen, sei es auf städtischer Ebene oder auf staatlicher Ebene. Das ist natürlich wichtig. Dann gilt es natürlich auch zunehmend, Gelder ranzuholen. Dann muss ich mich natürlich auch intern zusammen mit unserem Geschäftsführer ums Personal kümmern. Man muss das Personal auch selbst weiterentwickeln, muss schauen, wenn Weggänge oder Abgänge zu verzeichnen sind, dass man gute neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Haus holt und so weiter. Und natürlich habe ich dann eben auch das Privileg, hier auch kuratieren zu dürfen. Ja. Und das ist tatsächlich auch nur möglich an einem Haus noch dieser Größe. Insofern war auch das damals mit eine Entscheidung, hier nach Wolfsburg zu kommen, weil ich gesehen habe, okay, das ist noch ein Haus, wo man tatsächlich selbst noch inhaltlich arbeiten kann, weil das ist natürlich das, was auch am meisten Spaß macht, wenn man tatsächlich Ausstellungskonzepte entwickelt und zusammen mit dem Team dann einfach wunderbare Ausstellungen dann vorbereiten kann. Die Programmatik, die Ausrichtung des Hauses zu bestimmen. Das ist natürlich auch etwas, was auch zu meinem ganz zentralen Aufgabengebiet gehört. Und da hat natürlich jeder Direktor oder jede Direktorin seinen eigenen Weg oder auch seinen eigenen Stempel, der einem Haus aufgedruckt wird. Wo holst du dir Inspiration her? Also wie bist du zum Beispiel auf LaToya Frazier aufmerksam geworden? Es ist natürlich ganz wichtig, dass man möglichst viel sich anschaut oder eben speziell auch sich mit Künstlerinnen oder Künstlern zu treffen, die einen interessieren. Und LaToya Frazier habe ich verschiedentlich schon mal mit einzelnen Werken gesehen. Und als dann die große Ausstellung Hannover anstand und wir uns da als Kooperationspartner angedockt haben, war natürlich dann die Frage, welcher künstlerischen Position ich hier die Ausstellung widmen möchte. Und dann war es relativ schnell für mich naheliegend, dass ich dann mich zugunsten von LaToya Ruby Frazier entschieden habe. Gibt es irgendwas, was du mal gerne geworden wärst? Oder gäbe es irgendwas anderes, was dir Spaß machen würde? Nein, im Moment kann ich mir eigentlich gar nichts anderes vorstellen, weil ich bin total glücklich und fühle mich auch durchaus privilegiert, hier arbeiten zu können, weil es einfach ein wahnsinnig toller Job ist, wo man mit unglaublich spannenden, interessanten Menschen zusammenkommt, mit faszinierenden Persönlichkeiten. Und das ist sehr, sehr bereichernd und überhaupt sich fast den ganzen Tag, nicht den ganzen Tag, aber fast den ganzen Tag mit Kunst zu beschäftigen, das ist schon wirklich sehr schön.